im Sommer 2022. Wir haben erfolgreich die Konzeptphase bestritten zusammen und sind jetzt in der Umsetzungsphase. Aber vorher leite ich gerne an Herrn Sillmann über. Ich kann leider nicht persönlich dabei sein, obwohl ich Sie und euch heute alle gerne kennengelernt hätte und gute Gespräche mit Ihnen geführt hätte. Als erster Punkt hat sich Adlershof, wo wir heute sind, dem Thema verschrieben, die Grand Challenges zu lösen. Diese Lösung werden wir nur erzielen können, wenn wir neue Techniken wie hier im Bündnis entwickeln werden, weil diese dafür zwingend erforderlich sind. Gleichzeitig werden wir ganz neue Beziehungen brauchen, wie urbane Räume mit ländlichen Räumen zusammenarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass wir solche Lösungen nur in Netzwerkstrukturen entwickeln können, weil wir sehr viele, sehr unterschiedliche Leute brauchen, die zusammenkommen und Ideen dazu entwickeln. So haben wir es jetzt bezeichnet, die Ahead Area. Also es ist ein Bereich, eine Region hier in Adlershof, wo man einfach weiterdenken soll, wo es darum geht, seine Ideen auszuprobieren. Wir bringen verschiedene Akteure mit grandiosen Ideen natürlich zusammen. Und da ist der MR4B ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Wir sind an zwei jetzt vom Beirat bewilligten Projekten beteiligt. Das ist einmal das Projekt Handbuch to AR. Geht von der Entkalkung der Kaffeemaschine bis hin zur Wartung oder Reparatur einer komplexen Industriepumpe. Und das andere ist, wir sind im Projekt MR Daten Hub. Da geht es genau um die Durchlässigkeit der Daten. Wie kriegt man die Daten von der einen Welt in die andere Welt und wie kann man die für Mixed Reality Anwendungen bereitstellen? Und unsere Vision ist in diesem Bündnis, wie können wir diesen Prozess vereinfachen? Wir versprechen uns von dieser Mixed Reality oder Virtual Reality Anwendung, dass wir auch insbesondere eine effizientere Planung abliefern können und gleichzeitig auch unsere Kunden besser mit ins Boot nehmen können, in die Planung integrieren können.